Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zum weihnachtlichen Musizieren. Heute spielen wir Es ist ein Ros entsprungen, ein Choral in Vierstimmigkeit und es steht im zweihalben Takt, also einem sehr langsamen, feierlichen Rhythmus. Wenn ihr wollt, ladet euch die Noten runter und druckt sie euch aus. Wir fangen an! In diesem ersten Teil des Tutorials spielen wir das Lied bis hier in Takt 10 bis zu der Pause. Im zweiten Teil eines anderen Tutorials spielen wir dann den zweiten Teil. Das Lied steht im 2/2 Takt, das heißt, der Grundschlag ist die halbe. Aber der Einfachheit halber könnt ihr auch auf Viertel zählen, dann sind das 2, 1, 2, 3, 4. Ihr könnt es zählen wie ein gewöhnlicher Viervierteltakt. Die Taktzeit 2/2 sagt lediglich, dass die Betonung nur auf halben ist, also immer auf die 1 und auf die 3 im Takt, wenn man in Viertel denkt. Die rechte Hand spielt die Töne A und C. Dann F, C, F, D, F, C, E, C und D, A. Nochmal, ich beginne mit 2, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 4. Der Daumen geht eine Taste runter zu E und D, A mit 1, 3. Ich spiele Takt 3 und 4. D, B, C, A, G, D, F, A, C, E, C, F. Nochmal Takt 3 und 4. D, B, C, A, G, D, F, A, C, E, C, F. Ich spiele diesen Abschnitt noch einmal, beachte die Zweistimmigkeit. Jetzt F bleibt liegen, C bleibt liegen, F geht zum E und C, F wieder miteinander. Ich spiele weiter, Auftakt zu Takt 6. A, C. Wie am Anfang, Takt 1 und 2. Ich spiele von vorne die rechte Hand. Die linke Hand. Wir spielen F und C mit 4-1. F, C, F, A. Und jetzt C, G, D, F, B, F, F, A, E, C, D, B. Runterrutschen auf A. Die obere Note A nehme ich gleich in die rechte Hand. Nochmal von vorne bis dahin. F, C, 4, 1. C, G, D, F, B, F. Ich springe F, A mit 4, 2. D, B. Auftakt zu Takt 6, C, F, F, C.
Jetzt spielen wir beide Hände miteinander von vorne, linke Hand auf FC, rechte Hand auf AC. Links B, links CG, links DF, rechts DA, links BF. Das ist der erste Teil von Es ist ein Ros entsprungen. Ich hoffe, meine kleine Spielhilfe nützt dir ein wenig für das adventliche Musizieren. Und ich wünsche dir wie immer Happy Playing und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.